Ich bin Vaivamus, der Hüter der Mahatma-Energie und sende den göttlichen Gruß direkt in dein Herz. Dieser Gruß wird getragen von den Wellen der Achtsamkeit aus dem Universum der bedingungslosen Liebe und möchte deine Seele berühren, wenn du es zulässt und dafür bereit bist. Denn wenn du es zulässt und den Mut hast, dass dich Vaivamus heute berühren darf, dann dehnt sich dein Energiefeld aus und deine Seele beginnt zu vibrieren. So überbringe ich Vaivamus heute die Botschaft durch Nirjana. Ich erreiche dich aus den Reichen der mächtigen Hüter der Mahatma-Energie. Und so bin ich auserwählt worden, dich heute zu einer Einweihung in die Mahatma-Energie einzuladen. Dies ist ein besonderes Geschenk. Und ein großartiger Augenblick für dich. Denn die Mahatma-Energie wird dein Bewusstsein auf die höheren Ebenen der Liebe bringen. Auf diesen Ebenen wirst du dich selbst erkennen und fühlen lernen. Dies ist für einen Lichtarbeiter ein wichtiger Schritt für seine geistige und spirituelle Entfaltung. Das, was heute geschieht, ist wie ein Schritt des Erwachens, des sich selbst Erkennens. So werde ich dich auf deinem persönlichen Weg in dein Erwachen heute ein wenig unterstützen. Und so beginnt nun die Mahatma-Energie sich bereits aufzubauen und dich sanft zu umhüllen. Damit du so viel wie möglich von dieser Energie aufnehmen kannst,
bitte ich dich, jetzt dein Kronenchakra zu öffnen. Dies tust du mit deiner tiefen Absicht und deiner größten Liebe. Und genau in diesem Moment fließt ein goldener Strahl der Mahatma-Energie in dich hinein. Genieße und lasse zu, was geschieht. Denn es ist ein Geschenk. Ein besonderes Geschenk von den Hütern der Mahatma-Energie. Es ist die Mahatma-Energie, welche dich zum Erwachen bringt. Es ist genau diese Energie, welche dich feinfühlig werden lässt, welche all deine Sinne schärft und welche deine Seele sich erinnern lässt, wer du in Wirklichkeit bist. So wird auch dein drittes Auge gestärkt und deine Wahrnehmung auf die nächste Stufe der Liebe angehoben. Ganz tief in deinem Herzen fühlst du, was gerade für dich geschieht. Du fühlst die Bedeutung meiner Botschaft und erkennst die Wertschätzung für diese Einweihung.
Und nun werde ich all das, was du aufgenommen hast, für dich in deinem System verankern. Es geschieht in tiefer Liebe und Wertschätzung für deine Seele. Und für deinen persönlichen Weg. So habe ich im Kreise der Hüter und Wächter der Mahatma-Energie für dich gewirkt. So ist es geschehen. Mit der Liebe der Engel in großer Wertschätzung für dich. Nehme dir noch ein wenig Zeit, um all das zu genießen, was gerade geschah und was in dir verankert wurde. Die Energien suchen sich ihren Weg und du bist nun bereit, dich noch weiter zu entwickeln und deine Grenzenlosigkeit zu entdecken. Vaivamus verabschiedet sich voller Freude mit einem goldenen Ananascha von dir.